Ja, und mit der Kanzlerwahl, da steht ja auch ganz offiziell fest, Olaf Scholz ist der neue Endgegner der CDU. Und genau deswegen müssen die CDU-Parteimitglieder jetzt noch bis zum 16.12. haben sie Zeit, entscheiden, wer denn den Kampf mit dem Scholz-O-Mat aufnehmen soll. Ja, für die CDU heißt es jetzt quasi... Choose your fighter. Fangen wir an mit dem Überraschungskandidaten Helge Doc Brown. Yeah! Rein optisch schon mal der kräftigste Gegner. Ja, und was noch für ihn spricht, es ist der einzige von den dreien, der noch nie von Merkel abserviert worden ist. Ja, aber der lächelt doch immer so schön, dass ich mag das. So sympathisch, so ansteckend. Oder kennt ihr schon das neueste Selfie von ihm? Oh. Mag ich sehr gerne. Sehr schön. Und er hat eine super Spezialfähigkeit, er kann impfen. Hier, guck mal. Wie? Ja. Echt? Hm? Ja. Ach, guck mal da. Hm. Wobei man sagen muss, ging so ein bisschen unter. Er hat schon mal eine Frau mit der Spritze ins Auge gespritzt. Kein Scheiß. Hier, guck's mal an. Mitten rein. Direkt mir am Arsch. Ja, kommen wir zum nächsten Kandidaten. Ladies and Gentlemen, CDU-Fighter Nummer 2. Norbert Insta-Röttgen. Ja, das ist so der Kai Pflaume der Politik, kann man sagen. Die Social-Media-Maus der CDU und der Albtraum von Mark Zuckerberg. Weil Norbert Röttgen, der schafft das ganz allein, dass Instagram in spätestens 2 Wochen komplett uncool ist. Ich habe mich mal für euch geopfert und habe mir mal Instagram angeguckt für euch. Oh. Ganz lässig im Garten mit gebrochenem Arm. Und eins steht fest, er nimmt die Pandemie auch sehr ernst, weil hier hält er sogar den Pferden die Hand vor die Nase, wenn sie niesen. Ist doch süß, oder? Ja, oder hast du das da gesehen? Sein anderes großes Thema ist ja Elektromobilität. Mhm. Ja, nicht zu vergessen, er hält einen Rekord. Er hat 2012 als NRW-Vorsitzender das schlechteste CDU-Wahlergebnis aller Zeiten angefahren. Mhm. So, also das ist ja meine Empfehlung, ne? So von Olaf Scholz lernen. Genau. Einfach. Mhm. Nicht von unten nach hoch, oben arbeiten. Mhm. Ja, damit wären wir eigentlich auch schon bei dem Fighter Nummer 3, ne? Auch ein echter Siegertyp, oder? Ja. Yeah. Frisch aus dem Sauerland. Fritze Boomer Merz. Wow, ladies and gentlemen. Ja, der sammelt ja eigentlich Niederlagen bei der CDU wie England bei der WM. Also. Und er hat natürlich auch von allen Kandidaten das größte Ringlicht. Aber trotzdem lieben den Merz die Frauen. Wusstet ihr das? Die Frauen liegen ihm zu Füßen. Also zumindest ganz spezielle Frauen. Zum Beispiel Deutschlands Vorzeige-Unternehmerin Claudia Obert. Ich bin für Friedrich Merz, weil er für die gleichen Adjektive steht wie ich. Ich bin 60, ich kann nicht zum alten Eisen. Ich bin erfolgreich, ich bin motiviert. Und als ich angefangen habe mit meinem Start-up, hat Roman Herzog gesagt, ein Ruck muss durch die deutsche Jugend gehen. Mich hat's geruckt und ruckt immer noch. Und alle, die für Merz sind vorne. Ja. Ich habe auch Mich ruckt es. Mich hat's auch geruckt. Mich hat's auch geruckt. Ja, bisher war er ja nun Gesundheitsminister auf Twitter. Jetzt ist er endlich ganz offiziell auch im Bundestag. Karl Lauterbach. Ja. Also da. Ja. Jetzt. Also, nee, ja, ja, noch mal. Ja. Karl. Halle. Ja. Ja. Und wie lange hat die SPD bitte gehadert, oder? Die haben ganz lange überlegt, sollen wir das wirklich machen oder so. Olaf Scholz hat sich gedacht, ja, der Typ ist irgendwie so kompetent, der ist beliebt, der kann Politik erklären. Passt nicht zur SPD eigentlich. Aber Lauterbach wird sicher, der wird sicher ein guter Gesundheitsminister, glaube ich schon. Ich meine, bei solch prominenter Unterstützung. Ich wünsche Karl Lauterbach dabei alles Gute, eine glückliche Hand, auch im Interesse unseres Landes. Er hat meine Unterstützung und meine Handynummer hat er sowieso. Wenn etwas ist, können wir auch das dann besprechen. Nein, nicht anrufen. Bitte nicht anrufen. Aber das Spahn, also, hey, ich weiß nicht. Aber ich glaube, niemals zuvor war ein Mensch so glücklich, seinen Job zu verlieren wie der Spahn, oder? Wobei, außer der Steuerberater von Boris Becker oder der Manager von Wendler, die waren auch glücklich. Ja. Ich habe nur eine Frage. Was macht der Lanz eigentlich? Verlegt er sein Studio jetzt in den Reichstag? Ja.